Herzlich willkommen. Mein Name ist Armin Pialek. Ich bin von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wo ich für Innovation zuständig bin und freue mich sehr, heute die Moderation zu übernehmen für die Session Digitaler Wandel im Verein verstehen, entscheiden, umsetzen. Und damit übergebe ich nun an Dr. Nils Weichert von Deutschland sicher im Netz, Lilian Grote von der LAGFA Bayern, LAGFA Landesarbeitsgemeinschaft für die Freiwilligenagenturen e.V. und an Christina Damski ebenfalls von der BAGFA Bayern e.V. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, und damit übergebe ich an den Nils. Vielen Dank, Armin, und ein herzliches Hallo heute hier zu unserer gemeinsamen Session für einen kurzen Zeitraum das Thema Organisationsentwicklung und Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Wir haben das dreigeteilt, den heutigen Nachmittag, die gemeinsame Zeit. Ich gebe einen kurzen Intro. Wer redet hier eigentlich? Warum sprechen wir? In welchem Kontext findet das Ganze statt? Aber um dann schnellstmöglich auch an Lilian und an Christine abzugeben, die sich wirklich in die Inhalte reinbohren und nochmal so ein bisschen Kontext liefern. Was gibt's denn zu bedenken beim Thema Digitalisierung im Verein? Und was sind eure Fragen im dritten Teil und wie können wir sozusagen jetzt hier den Raum auch nutzen, um vielleicht die Dinge, die pressieren oder die für euch wichtig sind, direkt anzusprechen. Ihr seht es, das Thema heute, digitaler Wandel im Verein, verstehen, entscheiden, umsetzen. Und das Ganze wird als ein Seminar der digitalen Nachbarschaft und des Projektes Digital Vereint durchgeführt. Beide sind sozusagen im Bundesnetzwerk Digitale Nachbarschaft. Und ihr seht es hier gemeinsam mit dem BBE, ein Programm, das in den letzten 6 Jahren schon in ganz Deutschland umgesetzt wird. Insofern, wenn ihr weitere Informationen braucht und wollt, findet ihr zur digitalen Nachbarschaft und zur Digital Vereint umfangreiche Pakete, kann man sagen, im Netz, so eine digitalenachbarschaft.de und digitalvereint.de. Was machen wir eigentlich? Wer sind wir, dass wir hier vor euch sitzen und etwas zum Thema Organisationsentwicklung und Digitalisierung erzählen? Die Digital Nachbarschaft und Digital Vereint haben insgesamt 71 Standorte in ganz Deutschland, die sich mit den Themen vor Ort befassen, immer angedockt an die Zentren des freiwilligen Engagements, egal ob Landesarbeitsgemeinschaften, manchmal auch Volkshochschulen oder Mehrgenerationenhäuser, die dort vor Ort unsere Seminare anbieten und dort in den zivilgesellschaftlichen Raum ausstrahlen. Wir haben dann auch, ihr seht es hier, ein freundliches, mobiles Team, was an die einzelnen Standorte fährt, soweit es geht, vor Ort Seminare durchführt, aber auch die Vereine berät und schult. Was machen wir für Themen, außer denjenigen, die heute stattfinden? Ihr seht es so ein bisschen als Überblick hier, das soll nur die Themenwelten umreißen, um die es geht und wo vielleicht das eine oder andere bei euch oder für euch und eure Vereine auch interessant sein kann. Das ist zum einen mal Öffentlichkeitsarbeit im Verein, dann die Mitglieder im Verein, auch Online-Zusammenarbeit, die natürlich neu gestaltet werden muss im digitalen Zeitalter. Ein großer, wichtiger Teil auch für viele der Vereine, das Geld. Wie kann ich eine Fundraising-Kampagne online starten? Und in dem Teil, in dem wir uns heute hier befinden, der läuft bei uns unter der Überschrift Dein Verein will's wissen. Also sozusagen ein bisschen die Aufbauthemen. Da haben wir das Thema digitaler Wandel beispielsweise, was heute hier angerissen wird. Auch das Thema digitale Teilhabe. Wir arbeiten gerade an einem Handbuch und einem Seminarreihe Digitalisierung und Demokratie. Also insofern ist hier so ein bisschen das fortgeschrittene Wissen, was in die organisationsentwicklerische Richtung geht, wo wir euch heute einen ersten Einblick geben wollen. Unsere normalen Workshops sind im reellen Leben 3 Stunden und die Online-Seminare 2 Stunden. Ihr seht also, das ist hier wirklich eine sehr komprimierte Variante, um so einen ersten Eindruck zu geben. Was haben wir sonst noch? Wir haben digitale Mittagspausen neben unseren Seminaren. Wir machen Festivals wie die Digitale Woche. Wir haben spezielle Fachseminare, wo wir uns sehr vertieft Expertinnen-Themen widmen. Leichtere Formate, verdaulichere Formate wie ein Pubquiz, wo wir auch Ältere mitnehmen, wo wir einen leichteren Einblick in die manchmal schweren Themenstellungen in der Digitalisierung liefern. Und wir haben auch Sprechstunden, wo ihr auch mit ganz konkreten Themenstellungen kommen könnt. Wie geht denn das mit dem rechtssicheren Impressum und dem Newsletter im Netz? Und dort findet ihr dann Experten, die das beantworten. Also die ganzen Angebote auch auf den jeweiligen Webseiten zu finden. Das überspringe ich mal schnell, dass es Handbücher, Checklisten, Videos und Apps gibt und Lernspiele. Davon ist im digitalen Zeitalter auszugehen. Besonders an Herz legen möchte ich die neue App der digitalen Nachbarschaft, die auch die Themen, die wir heute hier beschäftigen, inkludiert.
Und was mir als letztes, als auf der letzten Seite sehr am Herzen liegt, wäre dieser Punkt. Wir machen das alles, damit am Ende der Verein natürlich sozusagen so ein bisschen einen Fahrplan hat fürs digitale Zeitalter. Also wenn ihr euch zum Thema Organisationsentwicklung weiterqualifizieren wollt, könnt ihr das bei uns machen. Und heute ist hier so ein erster Impuls. Wer Interesse von euch hat, von uns nochmal kostenlose Materialien zugesandt zu bekommen und auch die Möglichkeit zur Vernetzung und Newsletter zu erhalten, dann kann er hier uns bitte nochmal in den Chat schreiben, seinen Namen und seine E-Mail-Adresse. Dann bekommt er von uns im Nachgang ein kostenloses Paket von Informationsmaterialien für den Verein. Weil wir wollen natürlich, dass die Vereine letztlich so eine Art auch Zertifizierung machen. Das heißt, dass sie sicher sind, warum sie sich und wie sie sich im digitalen Raum bewegen. Und für alle, die das erfolgreich machen, das betrifft jetzt, die bekommen dann von uns so auch so einen DINA-Check, der als sichtbares Zeichen nach außen für den Verein da ist, wenn er sich für bestimmte Maßnahmen quasi entscheidet und die auch umsetzt im Verein. Aber für euch jetzt nur das, ihr könnt euch den Check mal anschauen, die E-Mail, die Webadresse habe ich hier auch vermerkt, digitale-nachbarschaft.de und dann der Check. Und aber wie die kostenlosen Informationsmaterialien, die ich euch gerne anbieten würde und die weiterführenden Informationen auch zu diesem Seminar, was heute stattfindet, bitte einfach eure jeweiligen E-Mail-Adressen mit Namen hier in den Chat schreiben oder auch gerne, wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt, in meinen privaten, also privat an mich im Chat sozusagen, dann führe ich das zusammen und dann bekommt ihr nächste Woche von uns alles per E-Mail zugesandt. So, das ist so ein kurzes Intro von mir zur digitalen Nachbarschaft und ich würde an die Kolleginnen von Digital Vereint übergeben, die jetzt sozusagen, ich spreche aus Berlin und die Kolleginnen gerade aus Augsburg, die das Ruder übernehmen und euch jetzt tatsächlich in die Inhalte führen werden. Super, danke dir, Nils. Ich nehme dir das Ruder sofort aus der Hand und steuere die Runde in den digitalen Wandel. Genau, von mir gibt es jetzt ein bisschen Input zum Thema digitaler Wandel. Und ich will euch ein bisschen mitnehmen heute erstmal, was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Also da nochmal so ein Verständnis schaffen für den Begriff Digitalisierung. Dann geht es weiter zur Digitalstrategie. Was sind da zentrale Bausteine? Was heißt Digitalstrategie eigentlich? Und am Ende gibt es noch einen Überblick über Herangehensweisen an eine Digitalstrategie. Und am Ende bleibt dann eben auch noch Zeit für Austausch und Fragen. Genau, dann fange ich erstmal an mit dem Verstehen, also mit was bedeutet Digitalisierung eigentlich. Im engeren Sinn bedeutet Digitalisierung einfach nur, in Anführungszeichen, die Umwandlung von analogen Prozessen in digitale Formate. Das ist so ein gängiges, ein weit verbreitetes Verständnis. Der Fokus bei dieser Definition liegt da vor allem auf den technologischen Aspekten. Deshalb ist diese Definition auch ein bisschen kurz gefasst, also ein bisschen zu kurz, weil mit dem digitalen Wandel gehen natürlich auch Veränderungen in der gesamten Gesellschaft einher. Und aus dem Grund haben wir ein erweitertes Verständnis von Digitalisierung. Der gesamtgesellschaftliche Wandel erfordert eben auch eine Veränderung in Kultur und Arbeitsweise innerhalb der Organisation selbst, um eben auf die Veränderungen reagieren zu können. Und da sind vor allem zentrale Faktoren zum einen die Organisationskultur, also die Wertvorstellungen und Normen, die das Handeln der Organisation bestimmen und zum anderen auch das Mindset. Also das ist ja so ein neuer Begriff, der jetzt auch irgendwie gängig ist und den man in dem Zusammenhang mit der Digitalisierung sehr oft benutzt. Man muss ein offenes Mindset haben, heißt einfach nur die Denk- und Verhaltensweisen, dass man offen gegenüber Veränderungen ist. Um jetzt natürlich die Chancen der digitalisierten Lebenswelt zu nutzen und auch die einhergehenden Herausforderungen angehen zu können, sollten sich zivilgesellschaftliche Organisationen Gedanken zu ihrer eigenen digitalen Strategie machen. Und in dieser Strategie sollten auch die Bedürfnisse, die Ziele und auch die Ressourcen der jeweiligen Institution und der haupt- und ehrenamtlich Engagierten eingefasst sein. So, Digitalstrategie, das klingt jetzt alles super abstrakt. Eigentlich ist damit nichts anderes gemeint, als sich einmal bewusst zu machen, in welche Richtung sich die Organisation eigentlich verändern soll, wo da der Fokus liegen soll. Und man kann das übersetzen einfach mit einem strukturierten Denkprozess. Also
Man muss einmal durch diesen Denkprozess durchgehen, muss sich überlegen, wo steht die Organisation gerade, wo wollen wir hin? Und wenn man das dann einmal niedergeschrieben hat, dann kann dieser Denkprozess, diese Strategie eben helfen, Entscheidungen zu treffen und auch Chancen zu erkennen, die eben mit den digitalen Transformationsprozessen einhergehen. Dabei ist dieser Prozess, dieser Denkprozess zur digitalen Strategie nicht losgelöst von anderen strategischen Entscheidungen in eurer Organisation, sondern der bildet einfach nur einen Teil davon. Und das heißt, wir gucken hier einfach auch auf die ganze Organisation und versuchen dann ganzes Konzept, ein ganzheitliches Denken anzuwenden und ein Konzept zu entwickeln, mit dessen digitalen Elementen und Prozessen eben die Gesamtstrategie der Organisation unterstützt werden kann. So eine Leitfrage, die man sich in so einem Prozess immer gut vor Augen führen kann oder auch gerne mal irgendwo aufhängen kann, damit die einfach präsent ist, ist einfach, inwieweit kann Digitalisierung beim Erreichen meiner Organisationsziele unterstützen. Und gerne diese Digitalisierungsstrategien oder die Digitalisierungsstrategie orientiert sich dabei auch an bereits vorhandenen Visionen, an euren Zielen, an vorhandenen Strategien und auch an Maßnahmen, die ihr schon tätigt in eurer Organisation. Jetzt habe ich die Folie natürlich viel zu früh eingeblendet. Die beinhaltet nämlich die zentralen Bausteine oder die wichtigen Bausteine einer digitalen Strategie. Und ich habe die so ein bisschen eingeteilt in Verstehen, Entscheiden und Umsetzen. So wie der Titel auch unserer Session heute. Im ersten Bereich Verstehen, da geht es dann vor allem erstmal darum, den digitalen Wandel zu verstehen, also auch eine Definition von Digitalisierung zu geben, sodass einfach jeder auf dem gleichen Stand ist. Das haben wir jetzt hier eingangs, habe ich das auch gemacht. Der zweite Schritt ist dann, sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist damit gemeint? Also damit ist gemeint zu gucken, wo ist eure Organisation schon digital aufgestellt? Also habt ihr eine eigene Homepage schon? Habt ihr einen Auftritt zum Beispiel auf Instagram oder Facebook? Also seid ihr in den sozialen Medien aktiv? Aber auch die Frage nach, habt ihr vielleicht eine Online-Mitgliederverwaltung oder nutzt ihr Online-Banking zum Beispiel? Das sind ja auch alles digitale Tools, digitale Werkzeuge, die ihr in der Organisation nutzen könnt. Also da geht es einfach darum, sich einen Überblick zu verschaffen, wo eure Organisation bereits digital aufgestellt ist und welche Tools da einfach genutzt werden. Wenn wir dann in den zweiten Teil gehen, nämlich ins Entscheiden, befasst man sich zuerst mal mit den Wandlungszielen. Wandlungsziele, das beschreibt einfach die Ziele, die man sich setzt. Also wo soll die Organisation in 5 Jahren beispielsweise stehen? Wo möchten wir da sein? Möchten wir da, wenn ihr jetzt noch keine eigene Homepage habt, vielleicht dann eine eigene Homepage haben? Das wäre dann ein Ziel, das man sich setzen kann. Und da geht es einfach darum, auszuloten, was macht für uns Sinn und wo wollen wir uns einfach hin entwickeln. Im nächsten Schritt geht es dann um die Maßnahmenplanung. Da geht es dann konkret darum, um Recherche. Was brauchen wir dafür, um diese Ziele zu erreichen, für die wir uns im Schritt vorher entschieden haben? Welche Tools sind dafür nötig, aber auch welche Kompetenzen sind dafür nötig? Also müssen wir unsere Mitglieder, haupt- oder ehrenamtlich, eben noch schulen in gewissen Prozessen? Also da gibt es dieses Wort digitale Kompetenzen, was jetzt ja sehr wichtig geworden ist, dass man einfach mit den verschiedenen Tools eben umgehen kann. Hier sollte man auch noch mal einen Blick drauf werfen, was kosten die verschiedenen Tools und sie auch so ein bisschen nach Umsetzbarkeit abwägen, ne? Also nach Kosten, personellen Ressourcen, was braucht man alles dafür? Also dieser Maßnahmenschritt sollte sehr konkret sein und da sollten dann auch Tools, die eben zu teuer sind, rausfliegen. Wenn wir dann ans Umsetzen gehen, dann seht ihr hier den ersten Schritt, Beteiligte motivieren. Was manchmal ein bisschen schwierig sein kann, weil Veränderungen natürlich vielfach mit Skepsis aufgenommen wird, was jetzt nicht nur die Digitalisierung betrifft, sondern generell Veränderungen. Hier muss man ein bisschen feinfühlig sein, gut kommunizieren, sehr transparent kommunizieren und einfach versuchen, alle Beteiligten mit ins Boot zu holen, um bei der Ruder- und Bootmetapher zu bleiben, die wir anfangs eingeführt haben. Genau, da geht es einfach auch darum, ein offenes Ohr zu haben, sich auch Feedback geben zu lassen, sich Sorgen anzuhören, vielleicht Ängste, die in Bezug auf Digitalisierung bestehen. Und was auch immer
ganz gut funktioniert, ist immer mal wieder sich Feedback einzuholen von einer bestimmten Gruppe, von bestimmten Mitgliedergruppen und da einfach schon früh in den Austausch zu gehen und immer zu kommunizieren, wofür machen wir das, wofür brauchen wir das, also den konkreten Nutzen immer in den Fokus stellen, weil wenn ich merke, das hilft mir bei meiner Arbeit, das macht vieles einfacher, dann bin ich viel eher bereit mitzugehen und motiviert, auch das Ruder oder das Steuerbord anzufassen. Genau, im letzten Schritt geht es dann darum, die Maßnahmen auch umzusetzen. Also da geht es dann einfach darum, sich auch eine Prioritätenliste zu setzen, weil man kann nicht alle Wandlungsziele und nicht alle Maßnahmen gleichzeitig durchführen. Also da einfach gucken, was ist am dringlichsten, wofür haben wir auch die Ressourcen gerade momentan oder was ist das, was am schnellsten umsetzbar ist, da einfach gucken und sich Prioritäten setzen und Step by Step, sage ich immer, weil zu viele Sachen auf einmal funktionieren auch nicht und führen eher zu Demotivation als zu voller Fahrt voraus. Zu Anfang hilft es aber auch schon, sich mal im Internet eine Hilfestellung zu holen. Das wäre dann diese zwei Seiten, die ich mitgebracht habe. Da kann man sich einfach mal einen kurzen Schnellcheck machen. Wo steht meine Organisation denn in der Digitalisierung bereits? Und da gibt es zum einen den Digital-Schnellcheck oder den Digital-Report vom Haus des Stiftens. Da gibt es 2x5 Fragen, die man beantwortet. Also da schätzt man die Organisation einfach ein, wie man denkt, dass sich digital aufgestellt ist und bekommt am Ende eine Auswertung und kann sich auch mit anderen Organisationen vergleichen und da eben schauen, wo stehen andere und was haben andere vielleicht auch schon gemacht. Dann gibt es auch noch den Digitalcheck vom DRK. Der ist ein bisschen ausführlicher. Da gibt es verschiedene Aussagen zum Thema Digitalisierung, eben aus verschiedenen Bereichen. Und da bewertet man eben auch das auf die eigene Organisation bezogen. Und am Ende bekommt man eine Auswertung und auch eine Einordnung des aktuellen Standes sowie Handlungsempfehlungen und auch weiterführende Links. Also der ist ein bisschen ausführlicher, der dauert auch ein bisschen länger als der Digitalcheck vom Haus des Stiftens. Kann ich also nur empfehlen, wenn dann eben mal schnell ein Status quo abgecheckt werden soll, bevor man weiter loslegt. Genau. Und wer jetzt flott einsteigen will und sich selber mit ein paar Fragen befassen will, für den hat die Lilly jetzt noch was mitgebracht. Genau, nach diesem Überritt haben wir jetzt noch ein paar ganz konkrete Fragen mitgebracht, wie man dann letztendlich die eigene Digitalisierungsstrategie für die eigene Organisation umsetzen kann, beziehungsweise wie man da letztendlich rangehen kann. Da gibt es aus unserer Sicht drei mögliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite kann man von der Seite der Handlungsfelder, die die eigene Organisation abdeckt, rangehen. Da unter Handlungsfelder fallen so Sachen wie Administration, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzcontrolling, Fundraising und so weiter. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, von den Zielen der eigenen Organisation heranzugehen oder aber von der Warte der alltäglichen Arbeitsvorgänge. Und für die jeweiligen drei Herangehensweisen haben wir jeweils 7 ganz konkrete Fragestellungen mitgebracht, an denen man sich selber ganz gut einordnen kann, an denen man sich entlanghangeln kann, um die eigene Digitalstrategie letztendlich für sich zu identifizieren und die Bereiche zu entdecken, wo man sich letztendlich weiter aufstellen möchte. Wir nennen sie immer die 3x7 Fragen, kann man auch fröhlich miteinander, untereinander kombinieren. Und ich würde sie jetzt einfach mal kurz durchgehen. Wenn man jetzt von der Seite der Handlungsfeldern herangehen möchte, da kommen so Sachen wie, welche technische Infrastruktur ist bereits vorhanden oder, ihr seht sie eingeblendet. Wir wollen da auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, was jetzt letztendlich bei euch vor Ort schon vorhanden ist. Ich würde sie hier nochmal kurz zeigen. Die nächste Herangehensweise wäre dann von den Zielen. Also letztendlich, welche großen Ziele verfolgt dein Verein? Welche individuellen Ziele verbinden die Mitglieder mit ihrem Engagement? Und was passiert zum Beispiel, wie die ganze Einführung umgesetzt wird? Wer ist für die, welche Schritte verantwortlich? Und was für Kompetenzen sind notwendig? Also das, was die Tine vorhin auch schon eingangs erwähnt hat. Und letztendlich
Die dritte mögliche Herangehensweise von den alltäglichen Arbeitsvorgängen, also ganz konkret, gibt es digitale Lösungen für bestimmte Probleme? Mit welchen einzelnen Arbeitsvorgängen sind die einzelnen Personen beschäftigt und so weiter? Das sind letztendlich Fragestellungen, die man dann für die eigene Organisation gut beantworten kann. Man muss sich dann halt wie bei jeder Strategie oder Konzeptionierung einmal hinsetzen und sich damit auseinandersetzen.